Ein herzerfrischendes Morgen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video zu Planet Zoo. Dieses Mal ist es wieder ein Update-Video. Das gab es ja nicht seit 100 Jahren gefühlt, gab es kein Update-Video. Wir sind im Planet Zoo Frontier Forum und da gab es heute einen Post um 11 Uhr Mittag. Natürlich war ich da auf Arbeit und natürlich musste ich heute wieder sehr, sehr lange arbeiten. Ihr seht, das Video kommt heute direkt online. Ich dachte, wir gehen mal so ein bisschen die Patch-Notes durch. Der Patch kommt am 17. Dezember, wie ihr da auch unschwer erkennen könnt hier. 17. Dezember, das ist dann ja am Dienstag. Der 17. Dezember, da arbeite ich natürlich auch wieder lange. Also es ist Patch-Day, ist immer dienstags und dienstags arbeite ich immer super lange. Super nervig. Egal. Als erstes werden wir hier begrüßt mit einem Update, dass es ein freies Update sein soll. Ich glaube, ich kann den Screenshot nicht größer machen, ne? Leider nicht. Aber ich könnte den so größer machen, oder? Ja. So. Wir gucken uns das mal an hier, den Screenshot. Der ist ein bisschen interessant. Also ich glaube nicht, dass wir diese Items, die man hier im Hintergrund sieht, dass wir die schon vorher gehabt haben. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Aber mir sagen diese Laternen erstmal nichts. Das mal so ganz nebenbei. Denn es ist natürlich ein Winter-Update. Das ist ja schon mal klar. Es ist ein Free-Content-Screenshot, wie wir hier sehen können. Hier gibt es auch einen neuen Regler in den Settings, zu dem kommen wir gleich. Denn die erste neue Erweiterung, die in dem Update drin sein wird, ist, dass die Tiere jetzt langsam altern können. Das kann in allen Modi sein, also in der Karriere, in dem Sandbox-Modus, im Franchise-Modus und auch in der Herausforderung. Da können wir einstellen, dass die Tiere nicht so schnell altern. Die Zahl wird von 1 bis 5 sein. Habe ich auf jeden Fall gehört. Jetzt bin ich mir unsicher, ob das da steht. Auf jeden Fall wird die Zahl dann so sein, dass man die Zeit ein bisschen langsamer machen lassen kann. Das bedeutet, dass die Zeit für die Tiere langsamer machen kann. Das heißt, wenn ein Tier 10 Jahre alt wird, wird es jetzt 50. Das bedeutet allerdings auch, dass das Tier dann 5-mal so lange braucht, um schwanger zu werden, also um Nachwuchs zu zeugen oder um alt zu werden oder solche Sachen. Also es wird sich alles verlangsamen für die Tiere. Und wenn du es höher stellst als auf 1. Das macht natürlich, dass man sehr länger an seinen Tieren ist, dass man viele Jahre von denen gut hat, weil aktuell ist es ja so, dass wenn du Jahr 50 erreichst, so wie der Screenshot hier, ich glaube, der ist 54, dann hast du ja etliche Generationen durch in dem Spiel, ne? So, das ist die erste Erweiterung. Die nächste Erweiterung ist, dass da ein Stammbaum sein wird in den Tieren, in der Tierinformation. Da bin ich mal gespannt, wie der aussehen wird. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich freue mich drauf. Da fehlt mir noch ein bisschen, um zu sehen, wer sind die Eltern, wer sind die Geschwister und so weiter und so fort. Das wird ziemlich cool, einen Stammbaum zu haben. Und da freue ich mich mega krass drauf. Neue Heatmaps gibt's. Die Heatmaps, die es jetzt geben wird. Extra wird zum Beispiel Kriminalität sein. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Animal Breeding, also Tierzucht. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, wie Tierzucht sein soll. Jetzt habe ich das hier übersprungen, aber ist ja egal. Habitat, also hier Gehege, Sauberkeit und negative Impacts, so wie zum Beispiel hingeworfener Müll oder Essen, was in die Gehege hingeworfen wird oder in die Nähe auf jeden Fall. Weil ich weiß irgendwie nicht, die werden, glaube ich, ins Gehege geworfen, die Sachen, aber die werden einem ja auch nicht angezeigt, man sieht das ja nicht. Dann wurde hier Animal Pack Behavior geändert oder wird geändert, so zum Beispiel bei den Wölfen oder bei den afrikanischen Wildhunden. Das ist eine Hierarchie gibt, eine Hackordnung sozusagen, eine Rangordnung, sodass die Alpha-Tiere nicht die ganze Zeit fighten müssen, sondern dass die Tiere, die sich einordnen, dass sie da halt bleiben und sich erst bekriegen quasi, wenn das Gehege zu klein ist für die Anzahl Tiere, die drin sind. Dann wird der Newsfeed geupdatet und auf jeden Fall so, dass man Sachen ausstellen kann, wie zum Beispiel Inzuchtmeldung oder die Meldung, dass die Inspektorin kommt oder dass die Meldung wird demnächst gebären oder wird demnächst erwachsen oder so. Also diese Sachen, die, wo ich gerne hätte, ist erwachsen. Weil manchmal klicke ich ja drauf und sage, okay, es ist jetzt erwachsen, aber es ist noch gar nicht erwachsen. Dann soll Ringtailed Lemur, also die Katas und die Varis, die roten Varis, die sollen dann besseres Sozialverhalten haben. Die sind aktuell eher nicht so mega krass sozial. Da wird sich auf jeden Fall was ändern. Und dann gibt es noch Management-Updates. So dass man zum Beispiel richtig wichtige Sachen in der Mitte des Screens bekommt, wie zum Beispiel Tier ist ausgebrochen. Das kommt dann halt relativ groß und ist nicht, also es ist so ein High Alert, also eine richtig wichtige Meldung. Das ist nicht nur so eine Randmeldung wie oben
wie die anderen Sachen, wie zum Beispiel Inzucht wird jetzt demnächst stattfinden oder so. Genau, dann gibt es jetzt nochmal ein Update zu diesen Refunds, denn es war ja so, dass ich ganz viel Geld verloren habe. Das habt ihr ja auch bestimmt gehört oder gesehen in meinem Livestream oder in meinen Videos. Und das lag ja daran, dass man so viel Geld zurückerstatten musste. Ich dachte, dass die Rückerstattung nicht an die Besucher war. Aber jetzt wird es so gekoppelt, dass wenn ein Besucher den Zoo verlässt, dann kriegt er das Geld zurück, wenn er nicht den ganzen Zoo gesehen hat. Heißt, ein Besucher geht zum ersten Gehege und du hast 10, dann bekommt er halt 9 Dollar wieder, wenn er 10 bezahlt hat. Sagen wir, du hast 10 Gehege, er sieht nur 1 davon und hat auch 10 Dollar bezahlt, dann bekommt er 9 Dollar zurück. Ungefähr. Also, das wird nicht auf Gehege ausgeteilt, das wird auf Prozent des Zoos gematcht, sodass es ein bisschen schwieriger, das zu sagen, wie und wo sich das bewegt. Ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall zurückgegeben, oder wenn ein Besucher unrecht rausgeworfen wird oder flüchtet, weil ein Tier ausgebrochen ist oder solche Sachen, da kriegen die auf jeden Fall ihr Geld wieder. Bin ich mal gespannt, ob das auch die Zoos aktuell dann wieder kaputt macht. Dann sehen wir hier einen neuen Screenshot. Ein Screenshot von einem kleinen Panda, der hier mit einem neuen Spielzeug spielt. Auch hier sieht es aus, als wäre das hier ein bisschen neu, oder? Das ist einfach nur das Soundding. Okay. Der spielt mit einer Weihnachtsbox, denn das Ganze ist ja natürlich auf Weihnachten ausgelegt. Da gibt es ein paar Weihnachtsboxen und vielleicht auch noch ein paar andere Spielzeuge. Da bin ich mal gespannt, wie und wo sich das bewegt. Ist natürlich jetzt nicht so mega viel, wenn es ein Free-Update ist, denke ich mal. Bin ich mal gespannt. Da wird es die Nordlichter geben. Die Nordlichter werden im Tundra-Biom sein und auch nur, wenn man Ultra-High-Graphic-Settings hat, also auf relativ hoch, sehr hoch oder Ultra, würde ich fast behaupten, dass das heißt. Ich weiß gar nicht, ich habe die Graphics nie geändert. Kann man auf jeden Fall coole Screenshots, glaube ich, machen, wenn du ein Tundra-Biom hast und dann eventuell auch ein paar Tundra-Tiere, die es aktuell nicht so viel gibt. Aber dazu kommen wir gleich. Dann gibt es noch ein Ice Cream-Kostüm. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Und mehr Kreativität. Da wird gesagt, dass es Ice und Snow Rocks gibt. Also Eis und Schnee, Steine und Enrichment-Items, wie zum Beispiel Snowballs und Christmas Presents. Die Christmas Presents, Weihnachtsgeschenke sehen wir ja hier. New Winter Foliage und Ice Painting. Da bin ich mal gespannt. Also Ice Painting wahrscheinlich auf dem Boden, dass man da Eis machen kann, und dann halt Winter Foliage. Ich denke mal, dass man eventuell ein neues Thema hat. Könnte interessant werden. Und zu guter Letzt wird nochmal angekündigt, dass zum Update, dass dann noch extra Updates, Notes kommen werden. Am 17. und eventuell ein Surprise im Store für uns sein wird. Da bin ich mal gespannt, was dieses Surprise sein soll im Store. Das könnte ganz interessant werden. Bin ich echt gespannt, denn es könnte ein DLC sein, aber es könnte auch es könnte halt auch einfach nur ein Teil des Free-Updates sein. Und als Free-Update würde ich sagen, es kommen nochmal 2, 3, 4 Tiere vielleicht, die sehr weihnachtlich sind, die sehr winterlich sind. Und das war's dann zu den ganzen Sachen, die wir hier gesehen haben. Oder es ist ein DLC. Da bin ich allerdings ein bisschen zwiegespalten, was da passieren kann, weil ein DLC zu so früher Zeit ist natürlich auch nicht so hundertprozentig. Man weiß das ja von Spielen, die rauskommen, und dann gibt es direkt den Season Pass, dann gibt es direkt das DLC und so weiter und so fort. Und die Digital Deluxe Edition war jetzt auch nicht so mega krass mit Stuff drin. Und es würde mich mega krass ärgern, wenn es nur 3 Tiere wären und du dafür, was weiß ich, 6 Euro hinzahlst oder so. So ähnlich wie bei Jurassic World Evolution. Das würde ich richtig blöd finden, wenn es einfach nur so 3 Tiere gibt und die dann einfach mit rausknallen. Weil ich finde, dass du hier in so einem Zoo, wo es ja auch um die Tiere richtig krass geht, dass du da einfach mehr bieten musst, mehr Tiere. Die Gehege sind ja auch kleiner als bei Jurassic World Evolution und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ich hoffe, dass es da mehr Tiere geben wird. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt. Und dazu muss ich einmal kurz das Fenster wechseln. Das mache ich jetzt eben mal kurz. Denn dazu gehe ich auf Twitter von Planet Zoo. Weil auf Twitter und auf Facebook und in einem Livestream, den sie heute gemacht haben, wurde dieses Bild geshadowed. Das ist natürlich ein Karibu oder ein Rentier. So viel kann man schon mal sehen. Es ist kein Elch, es ist auf jeden Fall so ein Rentier-Tier. Außerdem sehen wir hier diese Eisfelsen, das finde ich auch cool, aber dieses Geweih sieht einfach unglaublich cool aus. Ich bin gespannt, ich freue mich, Rentiere haben gefehlt. Allgemein viele Hirsche, ich bin ja ein Riesenfreund von so Paarhufern und so.
da kann es ja von mir aus gar nicht genug geben. Ich würde mich freuen, wenn es Eisbären geben würde. Ich würde mich mega krass freuen, wenn es Pinguine gibt, aber ich denke, die werden nicht dazu kommen. Ich denke, Rentiere, Eisbären eventuell, Polarfüchse und vielleicht noch irgendein anderes Tier. Und dann wird es eventuell das Free-Update. Also mit dem Bild hier habe ich gedacht, okay, ein DLC kann ich mir fast nicht vorstellen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es könnte vielleicht ein Free-Update sein, wo die Tiere dann auch nochmal extra sind. Aber warum würden sie sonst Shop schreiben? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ihr schreibt das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was es sein kann. Und wie ihr euch auf das Update freut. Ich hätte gerne vorher noch einen Hotfix gesehen. Denn ich habe immer noch dieses Problem, dass ich mein Zoo ja nicht öffnen kann, beziehungsweise die Uhrzeit einstellen kann. Das ist mega blöd zum Aufnehmen, aber gut. Wenn das ist, dann ist das halt so, ne? Egal, schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr in einem meiner anderen Videos vorbeischaut zu Planet Zoo. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Informationsvideo. Ne? Bis dahin, haut das mal rein. Tschüss.